Boah. Na so, jetzt habe ich dich. Muhaha. Ah, um mal wieder auf Mega Man Maverick Hunter X zurückzukommen. Bei dem Spiel kann man vor allem zwischen zwei Spielfiguren wählen. Das Blöde ist jetzt, also ich habe, das wäre nicht mal ein Blind Run, ich habe mit beiden Spielfiguren das Spiel schon durchgezockt. Von daher, aber trotzdem wird bestimmt spaßig. Ups. Und zwar, man kann Mega Man Maverick Hunter X mit einmal mit X, also dem Mega Man Verschnitt, zocken. Oder mit Vile, seinem Erzfeind. Auch nicht schlecht, oder? Finde ich eigentlich ganz gut so. Rüber da. So. Und was ist hier? Ah, hier geht das nicht. Oh, jetzt habe ich ein Problem, leider. Und zwar dieses. Ja, wie soll das gehen, Alter? Na! Ah, es ist so zum Kotzen! Ah, ich weiß, was ich tue. Ich weiß es. Ich werde jetzt nur, um an dieser Stelle vorbeizukommen, die miesesten Tricks des Gamers anwenden. Wirklich die allermiesesten Gamer-Tricks. Boah. Hauptsache, ich komme durch, ne? So, das ist die Devise dann. So, da werde ich noch runtergehen und mir das holen. Ich hoffe, das klappt so. Ah, nee, hat nicht geklappt. Stattdessen habe ich mehr abgezogen gekriegt, als ich vorher gezogen hatte. So, jetzt, da, durch. Und nein, doch nicht. Nochmal. Und hopp, haha. So, ihr könnt mir nichts. Muhaha, und da gibt es wieder Lebensenergie. Wusch. Wusch. Na, bin ja fast wieder voll. Also von daher, sehr, sehr schick gelungen. Aber hier geht's ja wieder weiter ins Verderben. Oh fuck. Und hier wird's wieder richtig eklig. Na, genau wegen das da. Wegen so. Und so. Ich muss sehen, ob ich... Scheiße. Wie soll ich Flame Man besiegen mit nur einem Leben? Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich, denke ich. Bam. Weg ist er. Der Arsch. Ahaha. Und drüber. Und ich mach euch fertig. Ja, ich mach's so, wie es sein muss. Das Leben, wie es sein sollte. Ich hab alle Bosse besiegt. Bin mit dem Spiel fertig. Bin der beste Let's Player der Welt. Habe viele, viele Millionen Abo. Aua! Abo, aua. Abo, 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 abo. Ja, meine neue Sprache. Deutsch ist mir zu anstrengend geworden. Wow, fuck. Ja, es geht. Okay. Nein, es geht nicht! Ich hab's gewusst. Das geht einfach nicht. Wie soll man da weiterkommen? Puh! Okay, ich bin jetzt schon zweimal Game Over gegangen. Von daher erlaube ich mir mal wieder diesen... Ich habe die Reparaturen abgeschlossen. Ja, gut. Sehr schön. So, jetzt wieder ausdrucksloses Gesicht. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann machen wir wieder das... dann seht ihr mal das schöne, lachende Gesicht. Burn the trash. Was? Ich verbrenne Verräter? Ich hab, also Betrayers habe ich gerade verstanden. Ich glaube aber nicht, dass er es gesagt hat, oder? Autsch. Böse. Die sind immer noch so scheiße wie vorher. Die haben an sich nichts geändert. Da hat sich an sich nichts geändert. Gedöns. Und... Au! Ich bin drüber gesprungen. Oh. Ey, das muss mir erstmal jemand nachmachen, ne? Oh Gott. Ich könnte das Spiel schon wieder verfluchen. Ah! Ich sag doch, ich stelle mich auf einmal wieder an wie der letzte Exido. Mann. Upsa. Skills overall und so. Wusch. Und diesmal treffe ich. Haha, ich habe getroffen. Ich bin nicht runtergefallen. Boah, ja, noch was. Bams. Yeah, Alter. So, wieder aufgefüllt. Und nun geht's ab nach oben. Und ihr könnt mir nichts. Doch, ihr könnt mir wohl.
Aber die Dinger, die scheinen anscheinend nicht wieder jetzt über den Boden zu hüpfen. Das hat sich geändert. Bringt mir trotzdem nichts. Die sind nämlich nicht meine Feinde gewesen. Oh Mann. Ja, komm. Es laggt auf einmal. Beziehungsweise es läuft langsamer als sein müsste. Und hopp. Ja, und dann läuft es wieder schneller. Was soll denn das? Alter. Entweder es liegt wirklich am Spiel oder an meinem Aufnahmeprogramm. Oder irgendwie sowas. Also an Remote Joy, was ja auch PSP-Leistung frisst, weil das Ganze wird übertragen über den USB-Anschluss. Na komm, das wird jetzt einfach. Boom. Es ist eigentlich immer noch dasselbe, oder? Bis auf ein paar kleine Änderungen. Aber ansonsten, es sieht nicht sonderlich anders aus. Zum Beispiel, warte. Erstmal hier rüber und dann gucken wir mal, ob sich irgendwas geändert hat. Nö, hat sich nichts geändert. Ist das nicht toll? Nein, nicht in die Richtung! Ah, ich dachte, du wirst schon in die andere Richtung fallen. Nichts ist! Ah. Wieso denn das? Warum? Was habe ich euch allen getan? Also, nicht den Zuschauern, ich meine den Leuten, die das Spiel hier gemacht haben. Warum tue ich mir das eigentlich an? Das wäre eher die Frage. Ich muss nicht. Ich tue es aus Spaß, kann man irgendwie nicht sagen. Ich tue es, weil mein Vaterland ist Absala. Es verlangt es von mir. Nein, tut's auch nicht. Niemand verlangt das von mir. Nicht mal ihr, glaube ich, hier, die da zuschauen tun. Wusch, wusch. So, jetzt wieder. Die Stelle, an der ich jämmerlich verrecken werde. Und hopp. Ja, da haben wir wieder das da. Ei, nein! 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 Und ich bin selbst dran schuld. Game over! Boah! Was hat sich nur geändert an dieser Stage? Nichts weiter. Ist das nicht das Geilste von der Welt? Das Geilste von der Welt war. Ey, ich müsste mal eine ganze Folge von meinem Let's Play in berlinerischen Dialekt erzählen. War? Müsste ich mal so die ganze Zeit so was labern, aber das ist ja nicht mal so richtig das, was ich wirklich alltäglich sprechen würde. Von daher lassen wir es lieber. Boah. Bleiben wir bei unserem so ziemlich naja, halt Hochdeutsch-Zeugs. Was sich so ein bisschen so anhört. Hochdeutsch mit Nachgeschmack, würde ich es nennen. Und hopp. Jetzt mache ich dich tot. Du kannst mir nichts. Haha. So. Und du auch nicht. Au. Fick N. Wer ist N? Egal, fick ihn. Runter. Rammstein lässt grüßen, ey. Pyro-Effekte wie auf dem Konzert. Alter. Boah. Dich mache ich putt. Wusch. Boah. Bam. Au. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Das war nicht so geplant. Nein, das war das nicht. Nee, war das nicht. Das ist scheiße. Und hopp. Und drüber. Und alles töten. Töten und versuchen durchzukommen. Und zack. Durch. Haha. So einfach mache ich es mir. Ja, ich bin da doch etwas penibel. Ich will durchkommen. Und nicht sterben am laufenden Band. Und so. So. Jetzt wird's wieder eklig, weil das kommt. Oh, fuck. So. Kommt jetzt noch so ein Vieh? Ja, es kommt noch so ein Vieh. Ah! Ich konnte gerade nicht hochspringen! Warum konnte ich nicht hochspringen? Es ist sogar eine PSP. Da kann nicht sein, dass die Steuerung verrückt spielt. Ich meine, dieses Gerät hat seine Steuerung selbst so integriert. Da! Puh! Nein! Ich hab's gewusst! Oh, es ist so
Wie soll ich da rüberkommen? Ist das kacke?